Ein neuer Tag in meiner kleinen Bücherei. Wie schön. Ah, oh, und das müssen die neuen Bücher sein. Sehr gut. Ich hatte ja schon fast keinen Nachschub mehr. Aber jetzt sortiere ich erstmal noch alle Bücher im Regal ein. Hallo, ist schon offen? Oh, guten Tag. Ja, Sie können schon mal was machen. Was bräuchten Sie denn? Ich wollte ein Buch abholen auf den Namen Schuster. Ah ja, sehr gut. Hier sind Sie ja schon. Einen Moment bitte. So, hier bitteschön. Das macht dann 20 Euro. Hier bitteschön. Kleiner habe ich's leider nicht. Kein Problem, ich kann wechseln. Ach du meine Güte, das ganze Geld aus der Kasse ist weg. Oh je, es wird leider nichts mit dem Wechselgeld. Tut mir wirklich leid. Oh, okay, dann komme ich von anders wieder. Und ich hoffe, die Polizei findet die Diebe gleich. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Und ich rufe jetzt erstmal die Polizei an. Hören wir was Spannendes heute. Oh, hi Beate. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Selbst der Kaffee ist schon eingetrocknet. Wirklich langweilig hier. Ja, hallo? Was? Einbruch? Bücherei? Wir kommen sofort. Da scheint es, als ob es heute doch noch ganz spannend wird. Ah, gut, dass Sie kommen, Herr Kommissar. Es ist schrecklich. Mein ganzes Geld ist weg. Wann wurde das Geld denn entwendet? Nun, gestern Abend war es noch da. Ich schätze also, dass es gestern vor Ladenschluss geklaut wurde. Wissen Sie doch, wer alles da war? Ja, alles gute Stammkunden. Können Sie sie vielleicht herholen? Oh, warten Sie, ich rufe Sie kurz an. Sie wurden hierher geholt, weil hier etwas entwendet wurde. Das war gestern Abend und Sie haben sich zu dem Zeitpunkt alle in diesem Raum aufgehalten. Nun würde ich gerne von allen Betroffenen die Zeugenaussagen hören. Ich habe nach einem spannenden Roman gesucht, habe aber keinen gefunden und habe den Laden dann gleich wieder verlassen. Geklaut habe ich allerdings nichts. Nun, ich wollte nur kurz nach der Arbeit vorbeischauen. Hatte aber meine Freundin am Telefon. Die würde etwas bemerken, wenn ich über etwas eingesteckt hätte. Wissen Sie, ich bin Wanderer und war mit ein paar von meinen Freunden hier. Ich habe noch ein paar guten Bergführern gesucht. Naja, und die Freunde von mir können bezeugen, dass sie nichts mitgehen haben lassen. Ich war mit meiner Freundin hier. Sie hat einen neuen Porsche. Nun ja, wissen Sie, ich hätte es gar nicht nötig, Geld aus der Kasse zu stehlen. Beate, ich glaube, ich weiß, was ist. Echt? Ich nicht. Also, meine Damen und Herren, ich weiß, wer der Übeltäter ist. Das sind nämlich Sie. Ich habe nicht gesagt, dass Geld aus der Kasse entwendet wurde. Und Sie wussten es aber komisch, nicht? Da haben Sie sich wohl selbst verraten. Pech gehabt, mein guter Herr. Abonniert unbedingt diesen Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank. Tschüss.